lassen wir mal der Rednerin das Wort und führen hier keine Dialoge von einer Seite zur anderen durch. Frau Baum, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der demografische Wandel und die damit einhergehenden Herausforderungen für die Pflege überraschen wirklich nur völlig ahnungslose und damit unfähige Politiker. Wir als Opposition haben schon seit vielen Jahren darauf hingewiesen. Gerade die CDU hat ihre Prioritäten vor allem in 15 Jahren Merkel jedoch anderweitig gesetzt. Sie hat sich nicht um die Generation gekümmert, die unser Sozialsystem jahrzehntelang getragen hat und die nun selbst auf dieses angewiesen ist. Sondern Sie von der CDU haben stattdessen millionenfach Fremde eingeladen, die noch nie etwas zur Solidargemeinschaft beigetragen haben und es mehrheitlich auch nicht tun werden. Dieser Kurs wurde leider auch von allen anderen Parteien getragen. Ich erinnere an dieser Stelle an eine Aussage von Frau Göring-Eckardt. Wir brauchen nicht nur Fachkräfte, sondern auch Menschen, Zitat, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen können. Zitat Ende. Die logische Folge davon ist, dass nicht nur Arbeitskräfte fehlen, sondern vor allem, dass für ältere Menschen, Hilfsbedürftige, Kranke und Kinder, also die Schwächsten in unserer Gesellschaft, immer weniger Geld vorhanden ist. Gerne zitiere ich dazu Herrn Gustav Heinemann. Er sagte, Zitat, man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Zitat Ende. Wenn man diese Worte verinnerlicht, dann weiß man, dass sich Deutschland zivilisatorisch längst zurückentwickelt hat. Die Pflege ist aktuell nur deshalb noch leistungs- und finanzierbar, weil rund 80% der Pflegebedürftigen zu Hause betreut werden. Pflege in der gewohnten häuslichen Umgebung durch emotional nahestehende Menschen ist das wünschenswerte und anzustrebende Ziel. Jede häusliche Pflege ist zudem preiswerter als ein Pflegeplatz in einem Heim. Deshalb ist jedes Anliegen, das die Situation der pflegenden Angehörigen unterstützt und verbessert, grundsätzlich zu befürworten. Zukünftig brauchen wir allerdings eine Politik, die es den Menschen ermöglicht, wieder ihre Familien in den Mittelpunkt zu stellen. Das Großziehen von Kindern und die Pflege von Angehörigen muss allen ermöglicht werden, die es wollen, und darf nicht aus finanziellen Gründen scheitern. Es war einmal möglich, dass nur ein Partner mit seinem Einkommen das Leben einer Familie finanzieren konnte. Das waren gute Zeiten für die Familien. Unter dem Schlagwort der Gleichstellung der Frau wurde allerdings den nachwachsenden Generationen eingeredet, dass berufliche Arbeit wertvoller sei als die liebevolle Betreuung der eigenen Kinder oder der kranken Eltern. Dieser Weg war ein Irrweg. Frau Baum, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Unionsfraktion? Ja, bitte. Ja, gerne. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja vorher die Einwanderungspraxis der Regierung Merkel bemängelt. Wissen Sie, wie viele Menschen aus den wichtigsten Asylherkunftsländern als Pflegekräfte in der Pflege in Deutschland arbeiten? Können Sie mir diese Frage beantworten? Diese Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es machen würden. Ja. Aber eines steht fest, auch mit diesen Pflegekräften, die hier bei uns arbeiten, haben wir Probleme hinsichtlich, nämlich zum Beispiel der Sprache. Und das ist gerade im Gesundheitswesen entscheidend. Wenn da Missverständnisse entstehen, kann das zu gravierenden Fehlentscheidungen bei der Behandlung kommen. Und deshalb ist unser Ansatz, wir müssen unsere Fachkräfte selber ausbilden. Und das, was Sie fordern, dass wir... Können Sie machen? Und das, was Sie fordern, nämlich den Entzug der Fachkräfte aus anderen ärmeren Ländern nach Deutschland, das ist eine Schande, ist das.
und nichts anderes, denn die Leute werden dort gebraucht. Jetzt lassen wir die Rednerin mal weiter vorführen. Und wer noch gerne eine Zwischenfrage stellen möchte, der kann das gern tun. Ansonsten hat die Rednerin jetzt noch 30 Sekunden Zeit für ihre letzten Sätze. Unser Land braucht dringend einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel. Einen Wandel hin zur Stärkung der Familie als kleinste soziale Einheit und dem Rückgrat einer Nation. Für diese Rückbesinnung steht nur die Alternative für Deutschland. Und liebe Zuschauer, ich empfehle Ihnen, seien Sie schlau und wählen bei den Landtagswahlen in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen zukünftig blau. Vielen Dank.